Das dritte Semester lief großartig. Ich habe in jeder einzelnen Klausur und jeder einzelnen Prüfung eine 1 bekommen. Die volle Punktzahl. Am Ende des Semesters bekam ich sogar eine Auszeichnung als bester Student der RWTH aller Zeiten. Gut, dann würde ich sagen, mache ich die Einführung und du den Hauptteil? Ja, wir können es auch umdrehen. Ich kann dann auch den Hauptteil machen und du die Einführung? Nee, ich kann nicht vortragen. Ich verspreche mich immer in solchen Situationen und ich sage nie das, was ich eigentlich sagen will. Am Ende denken alle, ich wäre dumm oder so. So ein Quatsch. Du bist top vorbereitet, glaub mir. Hallo. Faye. Hey. Wo warst du? Carolus-Therme. Wir arbeiten am Referat. Ich habe meinen Teil schon fertig. Hier. Schicke Jacke. Ist sie neu? Ja. Wer ist das denn? Ach, das ist Timo. Mein neuer Freund. Aha. Was macht das Referat? Jenny hat Schiss. Nur vor dem Vortrag. Ich kann nicht vor einer Gruppe sprechen. Irgendeiner fragt was, was ich nicht weiß, und dann stehe ich doof rum und stottere und jeder sieht, dass ich keinen Plan habe. Kennst du den Mann mit dem Hammer? Der will ein Bild aufhängen. Hat den Nagel, aber keinen Hammer. Er weiß aber, dass sein Nachbar einen hat und will ihn sich leihen. Da denkt er plötzlich, vielleicht leiht er mir seinen Hammer nicht. Der hat gestern noch so komisch geguckt. Gut, vielleicht hatte er es eilig, aber vielleicht hat er auch nur so getan, damit er nicht mit mir reden muss, weil er mich nicht mag. Dabei habe ich ihm nie etwas getan. Und damit geht er zu seinem Nachbarn, klopft, und als dieser öffnet, schreit er ihn an. Behalte doch deinen blöden Hammer! Woher hast du das? Wikipedia? Paula geht zu seinem Studientraining, ist weil sie der Meinung ist... Egal. Hast du verstanden, was ich dir damit sagen möchte? Ich mache es schlimmer, als es ist? Ja, genau. Du bildest dir ein Urteil über eine Situation, die vermutlich ganz anders ablaufen wird. Du gehst vom Negativen aus, du steigerst dich rein und erreichst am Ende genau das, was du befürchtest. Ich krieg den Hammer nicht. Ich kann dir einen leihen. So, ich muss weg. Ich wollte mich noch zur Sonnenbank. Kannst Timos Wagen nehmen. Ach so, der steht gegenüber. Irgend so ein Penner hat mit seiner Angeberprotzkarre auf unseren Parkplatz geparkt. Ah nee, das ist meiner. Mein neuer Porsche. Du hast dir einen Porsche gekauft? Yep. Was hat der gekostet? Ja, 300.000. 300.000 Euro? Ja. Moment mal. Bester Student aller Zeiten? Ein 300.000 Euro Porsche? Ja. Neue Jacke, Therme, Sonnenbank. Ich hatte halt ein bisschen Glück beim Lotto. Ja, klar. Kann es sein, dass dir eine gewisse Uhr bei den Lottozahlen und den Prüfungsaufgaben geholfen hat? Quatsch, ich weiß nicht, was du damit meinst. Du spinnst ja wohl, das war nicht die Idee. Ey, warte, Moment. Warte. Hey, warte, hallo. Jetzt mal einen Moment. Bitte warte, okay? Mach jetzt nicht... Oh nein. Willkommen im dritten Semester. Oh nein. Alles nochmal von vorne. Und diesmal ohne das hier. Hallo, Felix, alle Kakerin. Hallo. Hast du mich vermisst? Also ich hab dich vermisst, ja? Nein! Oh, you got me stressing, counting all my blessings. God, come get me out of this town. It's every day I wake up wishing I could break up with the city light and construction sound. I couldn't wait to move, I had so much to prove. Was all I could do to get away. But now that I'm here, I'm filled with fear. In the mirror when I look in my face, all I see is an empty heart and broken dream. Thank you.
schönen guten Tag. Jetzt muss man schon guten Tag sagen. Es ist Mittag. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Seminar der Quantenmechatronik. Wir haben ja letztes Mal uns schon so ein bisschen drüber unterhalten und drei Ihrer kühnsten Mitstreiter, die hier in der ersten Reihe sitzen, haben sich bereit erklärt, ein kleines Referat vorzubereiten. Und jetzt darf ich Sie bitten, hier nach vorne und dieses Referat zu halten. Bitte schön, fangen Sie an. Ist sie nicht süß, die kleine Jenny? Als sie 6 Jahre alt war, ist sie bei einer Tanzaufführung auf die Schnauze gefallen und alle haben gelacht. Seitdem ist sie bei jeder Aufführung angespannt. Und weißt du was? Je höher ihre Anspannung ist, desto weniger Toleranzreserve hat sie für Belastung oder Stress. Und was könnte belastender oder stressiger sein als ein Referat vor der ganzen Gruppe? Wir nennen es das Diathese-Stressmodell. Ich könnte dir jetzt wieder irgendeine tolle Grafik zeigen, aber du bekommst es jetzt live und in Farbe vorgeführt. Pass auf. Okay, dann mache ich jetzt mal den Anfang. La, 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 la. La, la, la. Okay. Was für ein Schauspiel. Das Diathese-Stressmodell der Angst. Zu einer bestimmten Grundanfälligkeit Diathese kommen aktuelle Belastungen oder Stress. Die Anfälligkeit für die Prüfungsangst ist bei Jenny spätestens seit dem Crash beim Tanzkurs gestiegen. Zudem kommen die aktuellen Stressbelastungen durch das Referat. Und deswegen verhält sie sich so. Jetzt reicht es. Was machst du? Ich halte die Zeit an. Das ist ja nicht zu aushalten. Das Ding kann die Zeit anhalten? Krass. Wenn ich die Zeit wieder starte, übernimmst du für sie, ja? Ich? Na, wieso ich? Darum. Nein. Ich kann die Inhalte nicht so richtig. Das wird auf jeden Fall schief gehen. Dann stehe ich auch so da wie Jenny. Nee. Du brauchst mir jetzt nichts vom Hammermann zu erzählen. Das hier wird schlimm. Felix, wenn die Angst dir den Gedanken einhämmert, ich hoffe das nicht, musst du den Gedanken ja nicht wie ein Mantra nachbeten. Versuch doch mit konstruktiven und positiven Alternativgedanken dir Mut zu machen. Etwa wie, du hast dich gut vorbereitet, du kannst das schaffen. Oder statt ich werde versagen, könntest du auch sagen, auch mit weichen Knien, ich werde mein Bestes geben. Ich schaff das. Hab schon ein Schwierigeres geschafft. Es ist nur ein Referat. Es ist nur ein Referat. Nicht mehr. Es ist gar nicht dramatisch. Es ist einfach nur ein Referat. Ruhig atmen. Tief atmen. Tief atmen. Und los. Okay, so. Ich übernehme dann jetzt mal. Und mach direkt die Einführung und dann auch direkt den ersten Teil, bevor Paula dann das Experiment vorstellt und am Ende das Fazit zieht. Und so habe ich Jenny gerettet und das Referat für sie gehalten. Ich habe das 3. Semester abgeschlossen. Vielleicht nicht ganz so gut wie mit der Zeitreiseuhr, aber ich habe alle Klausuren bestanden. Diese blöde Prüfungsangst bin ich aber nicht losgeworden. Sie war immer noch da. Ja, ich hatte sie etwas besser im Griff, aber manchmal war sie auch wieder so stark, dass mir alles entglitten ist, was mir Paula beigebracht hat. Und deshalb entschied ich mich, mal die Umgebung zu wechseln und mal ganz was Neues auszuprobieren und das 4. Semester im Ausland zu verbringen. Und wie das geklappt hat und ob die Prüfungsangst mich auch an die Universität von Maastricht begleitet hat, das erfahrt ihr im 4. Teil. Wie schon gesagt, Ängste sind nicht zwingend etwas Schlechtes. Im Gegenteil. Als Warn- und Schutzsystem bewahren uns unsere Ängste manchmal davor, uns in lebensbedrohliche Situationen zu begeben. Oder zumindest davor,
durch das Tor zu laufen, das von den Studierenden in Aachen liebevoll Exmatrikulationstor genannt wird. Paul Watzlawick beschreibt in seiner Geschichte vom Mann mit dem Hammer, wie Menschen sich ungeprüften, unwahrscheinlichen, negativen Gedanken hingeben und sich in sie hineinsteigen. Diesen negativen Gedanken folgen negative Gefühle, diese führen zu irrationalen Handlungen und die wiederum legitimieren die Gedanken. Und so tritt dann gerade durch das Dramatisieren das Worst-Case-Szenario tatsächlich ein. Das Diathese-Stress-Modell beschreibt die Wechselwirkung zwischen Diathese, also einer Anfälligkeit, und Stress. Zentral dabei ist die Annahme, dass bei einer hohen Grundanspannung schon eine kleine Belastungssituation ausreicht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Umgekehrt bedeutet es, dass bei einer niedrigen Grundanspannung die Stresstoleranz größer ist. Alternativgedanken können helfen, den Fokus der Aufmerksamkeit auf die Ressourcen und die eigene Selbstwirksamkeit zu lenken. Es hilft also, destruktive Angstgedanken in konstruktive Mutgedanken umzuformulieren und so das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Ein selbstwirksamer Gedanke erzeugt ein selbstwirksames Gefühl und schafft so die Voraussetzung für ein besseres Gelingen. Und jetzt noch eine kleine Aufgabe zum Schluss. Sammeln Sie all Ihre gut bekannten Angstgedanken und davon wählen Sie dann den Evergreen aus. Distanzieren Sie sich dann von diesem Angstgedanken und überlegen Sie ganz bewusst einen Alternativgedanken. Es kann ein bisschen dauern, bis Sie den dann gefunden haben, der wirklich zu Ihnen passt und der Sie richtig überzeugt. Dann schreiben Sie den auf. Und immer wenn Sie dann einen Angstgedanken denken, dann nehmen Sie den Alternativgedanken zur Hand und lesen sich den laut vor. Viel Erfolg!